Morgen. Wir haben heute im Untersuchungsausschuss Zeugen, mit denen wir in einen völlig neuen Komplex unseres Untersuchungsgegenstandes hineinkommen. Wir werden uns heute zum ersten Mal mit dem Komplex des sogenannten Geheimen Krieges befassen. Da geht es vordringlich um die Frage, welche Rolle deutsche Geheimdienste dabei gespielt haben, dass Amerikaner tödliche Drohneneinsätze in Krisengebieten fliegen konnten. Wesentlich geht es um die Frage von Datensammlungen, inwieweit sind hier Daten auf deutschem Boden gesammelt worden und inwieweit wurden diese Daten dann vielleicht vorsätzlich, wissentlich an die amerikanischen Geheimdienste für solche Zwecke weitergegeben. Wir haben in diesem Zusammenhang heute eine Zeugin hier, das ist die Frau K. Frau K. ist Mitarbeiterin des Bundesnachrichtendienstes. Sie war als Mitarbeiterin beim Bundesnachrichtendienst zuletzt Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen gewesen. Diese Hauptstelle für Befragungswesen hat ein Aufgabenprofil, das man so beschreiben kann, dass nach Deutschland kommende Flüchtlinge oder Asylbewerber gezielt auf nachrichtendienstlich relevante Informationen befragt worden sind. Und zwar nahezu in allen Außenstellen. Diese Gruppe hat Frau K. geleitet. Wir wollen von ihr wissen, wie die Arbeitsweise dieser Hauptstelle war, welche Informationen dabei erhoben worden sind, wie die Befragungsmethoden waren und insbesondere welche Informationen dann auch an andere Dienste, vor allen Dingen an amerikanische Dienste, weitergegeben worden sind. Wir haben darüber hinaus einen zweiten Zeugen heute, das ist ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes, Herr Mewes. Herr Mewes ist uns in den Akten, ich bezeichne das mal so, als kritischer Geist aufgefallen. Er ist jemand gewesen, der in den Reihen des Bundeskanzleramtes immer wieder bei den kritischen Rechtsauslegungen des BND, des Bundesnachrichtendienstes, gezeigt hat, dass auch im Kanzleramt, in der Aufsichtsbehörde, da zum Teil große Bedenken existierten. Er hat darauf hingewiesen beispielsweise, dass man bei der Überwachung von sogenannten Routineverkehren, Auslands-Auslandsverkehren, beispielsweise am Knoten Frankfurt, nicht einfach mit einer G10-Anordnung kommen sollte. Daraufhin hat er deutliche Kritik geübt. Er hat auch Kritik geübt an der sogenannten Weltraumtheorie oder der Theorie des virtuellen Auslandes. All diese Punkte, die auch bei uns im Ausschuss schon in den vergangenen Sitzungen eine wesentliche Rolle gespielt haben. Und wir werden ihn natürlich insbesondere befragen zum Reformbedarf, was den rechtlichen Rahmen des BND betrifft. Und ich denke, da werden wir mit ihm, so schätze ich das aufgrund der Aktenlage ein, sicherlich einen guten Zeugen haben. Bei der letzten Zeugenbefragung war der Verdacht aufgekommen, dass Beweismittel verschwunden oder nicht gelöscht worden sind, wie auch immer, sind wir heute nochmal unterrichtet worden von der Bundesregierung. Was steckt denn da jetzt dahinter? Was ist der Stand der Zeit? Sind bei BND E-Mails gelöscht worden? Die Bundesregierung hat zu dem, was letzte Woche in der Zeugenaussage ans Tageslicht kam, heute umfassend Stellung genommen. Sie haben selber zwei Mitarbeiter zum BND geschickt, die den Sachverhalt versucht haben zu klären. Man kann festhalten, dass innerhalb des Untersuchungszeitraumes keine relevanten Löschungen vorgenommen worden sind. Also alles, was unser Untersuchungsgegenstand zeitlich erfasst, da haben wir keine Lücken. Das ist die Aussage der Bundesregierung heute gewesen. Und sofern es Löschungen gab, sind die außerhalb des zeitlichen Untersuchungszeitraumes gewesen. Hier hat man sich jedoch zum Teil bemüht, eben über Parallelaccounts da wieder diese Daten herzustellen. Das war nach Aussage der Bundesregierung auch möglich. Insofern, wir werden jetzt mal darüber diskutieren im Ausschuss. Vermutlich werden wir verlangen, dass wir das Ganze auch nochmal schriftlich bekommen als ein schriftliches Dokument. Und dann gehe ich davon aus, dass aus dieser Andeutung des Zeugen letzte Woche nicht wirklich ein größerer Problemfall für den Ausschuss wird. Herzlichen Dank.